Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will dem Robert-Koch-Institut RKI die Kompetenz über den Genesenen-Status entziehen. Über tiefgreifende Entscheidungen wie etwa den Genesenen-Status möchte ich selbst und direkt entscheiden, sonst trage ich die politische Verantwortung für das Handeln anderer, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. Das RKI war Mitte Januar heftig kritisiert worden, weil es kurzfristig den Genesenen-Status von 6 auf 3 Monate verkürzt hatte und sich somit für Millionen Deutsche der Zugang zur Gastronomie und Veranstaltungen über Nacht veränderte. RKI-Chef Lothar Wieler war daraufhin unter anderem von der FDP heftig angegangen worden. Lauterbach hatte sich jedoch vor den Behördenchef gestellt und ihm sein Vertrauen versichert. Wir haben Ihnen die FDP-Kabinettskollegen eigentlich schon einen besseren RKI-Präsidenten vorgeschlagen? Oder warum sägen die am Stuhl von Herrn Wieler? Oder Wieler, wie nehmen Sie das wahr? Lachen Sie darüber? Ich beantworte vielleicht den politischen Teil. Also Herr Wieler hat mein volles Vertrauen. Er sitzt ja auch erneut hier. Und FDP, das lasse ich unkommentiert. Für mich ist auf jeden Fall entscheidend, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Und heute Morgen, das ist wieder eine Demonstration dieser Zusammenarbeit. Die umstrittene Verkürzung des Genesenenstatus soll zudem laut einer vorab bekannt gewordenen Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen ebenfalls wieder rückgängig gemacht werden.